Hallo zusammen, heute möchte ich in kleinem Workshop mal zeigen, wie man eine ES6 Farm 5.0 patcht, respektive einen Teil habe ich schon gemacht, den zweiten Teil werden wir jetzt zusammen machen. Hier gibt es eigentlich nicht sehr viel zu beachten, außer ich habe jetzt in dieser Umgebung zwei Host-Systeme drin mit 12 CPUs und 48 GB RAM, also nichts Besonderes. Fakt ist, wenn ich einen Host patchen will, sollte er grundsätzlich leer sein. Ich werde das manuell schnell verschieben, die genannten virtuellen Maschine, welche jetzt auf dem Host 1 ist. Ich selektiere die alle zusammen und werde die migrieren auf den zweiten Host rüber, dass die natürlich weiterlaufen, währenddem das Patch-Vorgang läuft. Dies wird kurz ein paar Minuten dauern, bis die im Live-Zustand auf dem anderen Host aktiv sind. Ihr seht hier unten die Balken vom Migrationsstatus, um euch zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Im Hochverfügbarkeitsbereich werde ich eine Maschine permanent pingen. In einem Migrationsszenario wird genau ein Ping wird verloren gehen, da die Switcher fortan zuerst die MacTable aktualisieren müssen und über eine andere Ethernet-Port auf den virtuellen Server draufkommen. Ihr seht, das Ping läuft weiter. Ich habe zwischendurch schon 3 Millisekunden. Das liegt daran, dass ich den Server, wo ich hier drauf bin und filme, auch selber am Migrieren ist. Das wirkt sich natürlich nicht gerade positiv aus. Ich pinge hier diese Maschine an, wo ich jetzt gemarkiert habe. Bei 50% etwa geht's los, das Ganze. Bei 51% wird das Ping verlieren. 63%. Und das Ping ist da. Wir wissen, er ist eigentlich auf dem neuen Server. Es ist abgeschlossen, die Migration von dem virtuellen Server ist auf dem anderen Host-System. Ich werde das Ping hier mal wieder beenden. Wir warten jetzt noch auf den letzten, auf den Virtual Center Server, wo ich gerade selber drauf bin, bis der rüber migriert ist. Das ist nun auch abgeschlossen. Ich werde jetzt das Host-System 1 in den Wartungsmodus versetzen, so dass keine VMs mehr auf diesen Server draufgeschoben werden, sonst würde das DRS-System automatisch Lastenausgleich betreiben. Um Probleme zu vermeiden, werde ich schnell hier das HA, die Hochverfügbarkeitslösung, deaktivieren während des Patch-Vorgangs, nicht dass er die VMs verschiebt, wenn wir patchen. Ich wähle hier meinen ES6-1 aus, Host 1. Ich werde mal kurz die Patches anschauen, welche es alles gibt für diesen Server. Das sind jetzt in dem Fall drei Patches, die er runterladen muss. Das wird er jetzt auch machen. Wir sehen hier eine kleine Statusanzeige. Wenn dies läuft, kann ich euch zeigen, dass natürlich alle virtuellen Maschinen momentan auf dem zweiten Host laufen, durch das natürlich die RAM-Auslastung und CPU-Auslastung bei der Maschine ein bisschen höher geworden und alle VMs sind auch hier ersichtlich. Wir sehen, dass es fertig ist, das Bereitstellen, und ich kann nun den Patch-Vorgang starten. Das sind diese Patches, welche einen Neustart benötigen, deswegen habe ich auch die VMs weggemoved. Wir können das zeitgesteuert machen oder jetzt. Ich mache das natürlich sofort. Das kann man alles Standard lassen. Das wäre, wenn wir VMs drauf haben, dass er die automatisch verschiebt. Ich nehme ihm die Arbeit ab, da ich ein besseres Feedback gleich hier in der Konsole bekomme, ob der Vorgang funktioniert hat. Hier das DPM noch. Wenige Systeme haben und dann DPM aktiv. Kann man drin lassen, das Häkchen spielt keine Rolle, wenn man kein DPM hat. Und beenden. Und somit legt er nun los.
Er wird nun alle Patches auf dem Host-System darunter installieren und dies gleich auch neu starten. Wir sehen nachher noch, wie der Server nach einiger Zeit auf einmal verschwindet, ausgegraut wird und dann hoffentlich nach einem Neustart wiederkommt. Hoppla, nun habe ich mich verklickt. So. Jetzt gerade am Installieren. Hat diesen Neustart initialisiert. Das System wird jetzt also booten. Ich kann das auch noch mit einem Ping zeigen. Ich weiß nicht, was ich gestartet habe. Ah doch, ich habe es gestartet. Ping CHQ ESXH001-T. Ah, und der Server ist schon weg, wie wir sehen. Er reagiert schon nicht mehr auf Pings. Hoffen wir doch, dass er wieder kommt. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich muss das wahrscheinlich schnell reinkopieren, noch einen Status bekommen vom Storage, weil er jetzt gemeint hat oder die Info bekommen hat, dass er eine Topologie geändert hat. Die Topologie ist natürlich dadurch entstanden, da der Server neu gestartet ist und er nun keine Verbindung mehr hat zum Server. Dieser Vorgang ist eigentlich sehr entspannt. Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme bei einem Upgrade. Wichtig, was ich jetzt hier gerade auch einspiele, ist ein Update, dass Windows Server 2012 funktioniert ohne Probleme, also Windows Server. Wir sehen jetzt gerade, wie er den Status gewechselt hat. Das dauert ein bisschen, bis das Virtual Center, also die Management Interface, das sieht, dass der Server nicht mehr verfügbar ist. Hier heißt es an dieser Stelle grundsätzlich einfach Geduld haben. Währenddem, dass ich hier patche und so, läuft noch zur gleichen Zeit das Backup. Ihr seht da die zwei oberen Server, die sind extern, sie sind über WAN-Leitung, die wir backuppen, deswegen auch nur so ein schlechter Durchsatz. Aber dieses System läuft lokal auf dem ESX-System und ihr seht, dass der Durchsatz pro Minute ist, das ist relativ hoch. Ich kann dies auch nochmal visualisieren, indem ich schnell die Weather Map aufmache, das richtige Passwort eingeben. Ihr seht hier, wie der Traffic durchläuft vom Backup. Gerade nicht sehr hoch, da dedupliziert wird, also nicht alles gebackupt werden muss, sondern nur ein Index-File eigentlich. Gehen wir aber zurück zu unserem ESX-Host, der bootet immer noch. Bei einigen wird jetzt wohl der Nervenkitzel langsam steigen, ob er wieder kommt, ich habe da eigentlich kein Bedenken. Wir sehen hier, ziehe ich das Backup von extern. Wir sind auch ein bisschen eine hohe Auslastung. Das wäre jetzt der Moment langsam, wo wir Wetten abschließen können, ob der Server noch bootet oder nicht. Ich bin offen für Wetteinsätze, ich sage er bootet. Gegenstimmen können natürlich sehr gern im YouTube-Video nachher gepostet werden.
Wir sehen, der Server kommt wieder online hier. Auf Pings reagiert er schon grundsätzlich. Ich habe glaube gerade vorher das Fenster verschoben, tut mir leid. Ich habe mein Cam Studio noch nicht so lange. Das System, wenn es gebootet hat, wird es wieder den letzten Zustand einnehmen, also es wird wieder im Wartungsmodus sein. Das ist auch gut so, nicht, dass wenn automatisch gepatcht wird, dass dann gleich Virms draufgeschoben wird, wenn er ein zweites Mal starten müsste. Dies ist eigentlich im wenigsten Fall möglich, weil jedes Update, welches ein Neustart erfordert, kann zeitgleich installiert werden und mit einem Neustart alles behoben werden. Es gibt einige kleine Updates oder größere Updates, welche das nicht möglich ist und der zwei, dreimal hintereinander booten muss. Ihr seht nun, der Neustart ist abgeschlossen und das Installieren und der Server ist wieder da. Ich kann jetzt den wieder aus dem Wartungsmodus natürlich rausnehmen. Ich werde natürlich auch beim Cluster-Konfiguration werde ich wieder HA Hochverfügbarkeit aktivieren und die wird jetzt gerade konfiguriert wieder. Es dauert kurz einen Moment, bis er die Config auf beide ESX runterkopiert hat. Ihr seht hier unten noch den Status diesbezüglich. Alles da, alle Ausrufezeichen weg. Ich schaue jetzt vom ESX2 schnell die virtuellen Maschinen an und ich werde bewusst gewisse Server, das ist ein Videoserver, dann hier noch einen MX-Server, wie auch der Web1 und der Windows 8 Test-Server, besser gesagt Client, werde ich jetzt auf einen eigenen Host, also wieder auf den Host 1 rüber migrieren. Schauen, dass alles funktioniert. Hier starten wieder die Kopiervorgänge. Und wir sind eigentlich wieder am Anfang der Geschichte angelangt. Wir könnten jetzt natürlich alle VMs auf den ersten Host umziehen und dann der zweite noch patchen. Dies habe ich aber vorgängig schon erledigt. Gut, das wäre es jetzt mal gewesen von einem kleinen Workshop. Viel Spaß weiterhin.